So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Staffel 7,5. Jawohl. Wir haben ein paar Pläne geschmiedet. Und ihr seht, ich habe schon eine Bekleidungsfabrik am Haken. Und zwar, also, Abwasser steht soweit. Wir haben die Kiesfabrik. Wir haben die zweite Baufabrik. Wir haben hier das Wasserwerk, was schon auf uns wartet. Und geplant, hier die Stadt hinzubauen. Jetzt haben wir gerade zusammen überlegt, was effektiv wäre, Geld zu machen. Und ich will noch keine große Produktionskette aufbauen. Und dann haben wir hier geguckt. Man kann nicht alles exportieren, vielleicht ein wichtiger Hinweis. Also Beton und Asphalt kann man zum Beispiel nicht exportieren. Man kann nur exportieren, was halt hier auftaucht. Und dementsprechend haben wir mal die teuren Sachen so ein bisschen durchgeguckt, die wir auch herstellen können. Wir können ja nicht mal alles herstellen, weil uns manchmal die Sachen fehlen. Zum Beispiel Chemikalien kann ich gar nicht herstellen aktuell. Elektronik kann ich nicht herstellen. Elektronische Bauteile nicht. Macht ja auch Sinn. Elektronik besteht aus elektronischen Bauteilen. Und das Einzige, was eigentlich geht, sind Pflanzen, Vieh, Alkohol, Nahrung, Stoff und Kleidung. Und dann haben wir mal so ein bisschen umgerechnet. Ich weiß nicht, wie es mit der Menge ist bei der Herstellung von Vieh und Nahrung. Ob das schnell geht und dadurch hat man riesige Mengen, die man gut exportieren kann. Aber große Mengen in kurzen Zeitraum bedeutet, genau wie beim Kies, viele Einzelfahrzeuge, die hin und her fahren und die fressen dann über den Treibstoff unser Gewinn auf. Und die einzige Industrie, die ich kenne, die am Anfang zur Verfügung steht, ist neben Tricks wie Müll verbrennen und Uranstäbe importieren, umwandeln und exportieren. Solche Cheatings nutze ich nicht. Ist für mich eigentlich nur die Bekleidung. Weil da braucht man wenig Zeug und eigentlich nur ein LKW, der Stoff hierher fährt und das wird in Kleidung umgewandelt und dann fährt er wieder zurück. Vielleicht brauchen wir zwei LKW. Einer, der Stoff holt und einer, der die Kleidung wegbringt und auf dem Rückweg dann Stoff mitholt. Ah, mal gucken, wie wir das regeln. Soll auch keine riesige sein. Sie soll nur so die Grundkompensationskosten vielleicht ein bisschen abfedern, sodass wir nicht von irgendwelchen Überraschungen und Pleite-Sachen überrascht werden. Mein Ziel ist ja immer so, über 2 Millionen zu bleiben, damit man so ein Investitionspuffer hat, wenn man doch mal was bauen will, um voranzukommen. Und vielleicht schaffen wir das ja diesmal gut einzuhalten. Also eigentlich in der sechsten Staffel haben wir es wunderbar geschafft. Da hatten wir am Ende 8 Millionen. Da ist nur das Problem, die Straßen haben uns ein Schnippchen gemacht. Jetzt hier, ich habe die Kreisverkehre weggelassen und wir haben die drei Straßen getrennt. Vielleicht ist das ein Trick, der dann funktioniert, wenn wir die drei parallel laufen lassen und die Autos sich hier zulaufen, dann verteilen. Und später die von da kommen, hier ran verteilen. Bin gespannt. Mehr als eine achte Staffel kann es dann ja nicht geben, die dann in der Wüste oder sowas spielt. Mal gucken, welches Biom wir dann uns wählen. Was war der nächste Gedanke? Züge. Züge fahren von hier lang später zu den Industriegebieten hier unten. Und vielleicht machen wir eine hier rüber hierhin, obwohl ich hier eher mit Hafen arbeiten wollen würde. Mal gucken, wie wir das machen. Bedeutet aber, die Seite sollte frei bleiben halbwegs. Aber wenn hier eh der Zug vorbeifährt und wir später die Fabriken vielleicht weiterverwenden wollen und nicht abreißen, wäre ein Lager gut, bei dem zum Beispiel ein Zug halten könnte, sodass wir dann das Zeug da abladen können. In dem Fall dann Stoff. Lager. Das ist die Frage natürlich, welches Lager hat eine Zugverbindung? Ich glaube, die wenigsten haben eine Zugverbindung, wenn überhaupt. Ja, gar keins. Ha! Kein Lager hat eine Zugverbindung. Doch, das hier. Aus dem Workshop. Da muss man nämlich nicht extra einen Verteilerbahnhof bauen. Obwohl das eigentlich cool aussehen würde, oder? Small Warehouse. 70 Tonnen Stoff, 800 Tonnen Stoff. Eigentlich reichen 70 Tonnen Stoff doch tierisch aus. Wow, okay, aber das hat keinen Anschluss. Das hier ist schon echt teuer. 7 Tonnen Stahl.
Das hier hätte nämlich nur 1,8 Tonnen Stahl. Okay, was ist, wenn wir das bauen? 160, 140 Tonnen Stoff. Wäre auch ein kleines. Und dann einen Bahnhof. Den könnten wir ja später bauen. Den muss ich ja jetzt nicht bauen. Ich muss ihn nur vorsehen. Nicht, dass wir sagen, ah, hier kommen die drei Schienen vorbei. Das heißt, hier kommt irgendwo das Warenhaus hin. Das soll ja auch erstmal von LKW beliefert werden. Ich weiß gar nicht, beim Zug. Frachtbahnhof hier. Da gibt es mehrere. 54 Meter, 83 Meter, 180 Meter. Ja, nicht? Und dann kann man hier so einen kleinen Frachtbahnhof halt irgendwie zwischenziehen. Ich setze den einfach mal, damit wir die Straßen mitziehen könnten. Muss ich nur dran denken, ihn gleich wieder abzureißen. Und dann die entsprechenden beiden Bekleidungsfabriken. Ich suche mich immer zu Tode bei den Menüs. Es gibt einfach zu viele Sachen. Und die brauchen beide Zugriff darauf. Bedeutet, entweder binden wir die beide so an. Ich bin nur kein Fan davon, das eigentlich direkt anzubinden. Aber vielleicht fressen uns die Gabelstapler immer das ganze Zeug weg. Vielleicht bauen wir mal so, dass wir Gabelstapler zwischenzimmern könnten, wenn wir denn wollten. Aber lassen sie diesmal einfach weg. Wie wäre das? Aber ich bin eigentlich ein Gabelstapler-Konnoisseur, wenn ihr die letzten Let's Plays kennt. Bin von diesem automatisierten Anbindungszeug eigentlich wenig begeistert. Okay, aber das hat doofe Ausgänge, dieses Lager. Vielleicht gibt es ein besseres Lager. Das mit dem Small hier, das hat auch nur die kleinen Eingänge. Wir bräuchten eigentlich zwei, die so auseinanderliegen, um das nebeneinander zu bekommen. Eigentlich, ach, das hier hat doch auch Schienen. Das ganz normale Lager. Man könnte es natürlich auch so machen und dann zwei Schienen zur Not vorsehen. Machen wir das doch eher. Ich meine, das kann zwar vielleicht zu viel lagern, aber da würden die genug auseinanderliegen, um, glaube ich, beide Stofffabriken hinzubekommen, oder? Wenn wir die dann noch richtig spiegeln. Und dann sagen wir zum Beispiel, ah, vielleicht wollen wir ja doch was dazwischen haben. Und dann können wir die doch nämlich so aneinander setzen. Das sieht doch klasse aus. Hier brauchen wir dann eine Bushaltestelle, ganz wichtig. Damit wir die Leute rauslassen können. Und Bushaltestelle braucht ja dann nicht die teure zu sein. Da können wir so eine kleine nehmen, die wenig kostet. Ich glaube, die günstigste war immer die hier oder die da. Oh. 22 Arbeitstage, 26, ja, die hier. Oh, dann bauen wir die nämlich dahin. Und alles Freehand, damit es schön krumm und schief aussieht und ich irgendwann sage, so hässlich, ich baue es nochmal neu. Kenne ich nämlich leider. Und mit den Zügen wird hier eh interessant, wie wir das später dann anbinden aneinander. So, bei dem hier. Solange wir nicht den Zug anbinden, bräuchte ich ja auch noch. Eine Straßenladestation. Ja.
Weil sonst, na gut, ich könnte das direkt ins Lager anliefern lassen, nicht wahr? Dann würde der Stoff direkt dahin kommen. Oh, und wir haben kein Ausgangslager. Hahaha. Gut. Ich weiß, die produzieren jetzt nicht so viel, dass man ein riesiges Lager bräuchte. Aber wäre trotzdem irgendwie cool, wenigstens so das kleinste Lager dazwischen zu haben. Das habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen und dann musste der LKW immer beide ansteuern. Das ist natürlich dumm. Aber da reicht wirklich das hier. Also mehr als 50 Tonnen Kleidung habe ich noch nie produziert. Das ist natürlich so die Frage. Wenn ich das beides auseinanderbaue, dann würde ich das hier zwischenkriegen. Vielleicht. Weil die haben hier vorne keinen Ausgang. Okay, müssen wir auch nochmal abändern. Das sieht ziemlich nervig aus, aber ich finde, dieser Knobelspaß ist eigentlich das, was das Spiel wirklich ausmacht. Einfach sagen, hier, du dahin. Jetzt das Lager dazwischen. Und dann nochmal die Bekleidungsfabrik auf die andere Seite. Genau so. Könnte klappen. Könnte nicht klappen, weil er doch, weil er es nicht verbunden hat, weil ich Steuerung gedrückt habe, damit er das hier nicht verbindet. Alles klar. Okay. Warum verbinde ich... Ja gut, sieht besser aus, als wenn ich das verbinde. Verbinde. Ich könnte das noch mittig setzen. Ab und ran und ab und ran. Ja, gut. Bauindustrie. Da, Lager. Auf der Höhe in etwa. Ah, sieht doch ein bisschen besser aus. Dazwischen können wir schön pflanzen. Klänksi, klonksi, angeschlossen. Jetzt wieder die Bushaltestelle. Bushaltestelle. Hätte ich eigentlich sogar lassen können. Ah, nee, hätte ich nicht lassen können, weil... Stimmt, da Straße ran muss. Oh no. Millimeter zu lang. Okay. Ich hoffe, das reicht für die Mitarbeiter. Aber ich meine, zur Not kriegen die hier einfach so einen Feldweg noch nach da drüben. Dann sind sie halt direkt dran. Und hallo, MC Creations. Nee, M Creations. Ich werde es nicht mehr lernen. In diesem Leben nicht mehr. Und im nächsten sowieso nicht. So. Schön. Dann können die da direkt hinlaufen. Haben sie kürzere Wege. Bombastisch. Zug könnte hier hinkommen. Die anderen Züge können hier rumkommen. Straßenladestationen fehlen noch. Und hier reicht eigentlich die kleine. Mehr als zwei Fahrzeuge will ich eigentlich gar nicht da haben. So, jetzt ist das Thema, die würde nämlich im Weg stehen. Aber wenn ich das irgendwie hier hinkriege, steht sie trotzdem im Weg. Das Lager hat keinen seitlichen Ausgang. Ich dachte, das hat einen seitlichen Ausgang, dann hätte ich das nämlich hier so hingesetzt. Klonks. Dann wäre alles gut gewesen. Aber hat das ja nicht. Aber ich könnte es so hinsetzen. Dann muss ich später nur wegreißen, wenn ich die Züge hier lang fahren lasse. Weil in dem Moment, wo die Züge da lang fahren, brauche ich eh nicht mehr die Straßenladestation, würde ich sagen. Oder? Nee.
Da können die uns nämlich mal am Tüffi tuten. Oh. Nee. Hier würde ich gerne zwischen konkav und konvex einfach tauschen. Kennt jemand die Tastenkombination, den Winkel zu wechseln? Also der Winkel ist ja jetzt links gedreht. Kann man den auch rechts gedreht machen? Also, dass er umspringt? Oder kann ich den, wenn ich in die Richtung gehe, nur nach links gedreht haben? Das ist zum Beispiel das. Wenn das Feature reinkommen würde, dann könnte man so viel besser Straßen bauen. Aber mit Alt, Steuerung oder Shift kriegt man das halt nicht hin. Ne? Man kriegt hier so erweiterte Hilfen, die sind schon ganz gut. Man hat halt wenig Steuerungsmöglichkeiten von diesen. Da war das Plugin, was wir für City Skylines 1 hatten, natürlich super. Man muss halt, wenn man jetzt hier den Winkel anders haben will, so eine kleine Straße ziehen und dann würde es wahrscheinlich irgendwie gehen. Aber da ist der Abstand nicht groß genug. Warte, wir machen es so. Ah. Am liebsten hätte ich ja, dass die halt andersrum da rangeht. So nämlich irgendwie. Ja, finde ich besser. Alles klar, dann wäre der Bereich komplett fertig. Was fehlt dem Bereich jetzt noch? Erstmal, dass er angebunden ist. Das soll noch nicht gebaut werden. Das kommt später. Wir haben es erstmal nur geplant. Viel wichtiger ist natürlich, wir brauchen auf jeden Fall Abwasser und Wasser. Dann gucken wir mal, wo fließt Abwasser lang? Dort. Dann könnten wir hier einen Verteiler bauen. Auf der Höhe. Dass wir danach da weitergehen und das geht in die Stadt rein. Aber einen Verteiler brauchen wir auf jeden Fall erstmal nochmal. Frage ist halt nur, wohin? Ich würde sogar sagen... hierhin. Ich gucke, ob wir alle Pumpen hinkriegen würden. Man kann hier schon vorbauen. Ja, das wäre wunderbar an der Stelle. Nee, so rum. Oder? Nee, so rum ist doch besser. Ich hoffe, ich habe diesmal alles angebunden. Weil wenn du hier wirklich Millimeter daneben setzt, haben wir gleich wieder die Kacke am Dampfen. Und was ist nicht gebaut worden? Die einzige Pumpe, die wir jetzt brauchen würden. Natürlich. So, wo gehen die Wege lang? Ach da, dann machen wir die so rum. Das braucht echt am meisten Zeit, diese Plattenbauverlegung. So, wir sind dran, wir sind dran. Und wir sind dran. Sieht zumindest richtig aus. Ob es richtig steht, werden wir dann sehen. Und dann können wir hier nämlich den Abwassertypen gleich mit anschließen. Ja, keine Ahnung, bauen wir den einfach hier mit dran. Eigentlich müsste der so hin. Eigentlich wäre kürzere Wege cooler, aber hier zwischen kommt man nicht ran. Falls mal irgendwas ist. Ich weiß nicht, ob die brennen können. Aber wenn die brennen, dann wäre das scheiße, weil dann, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre es scheiße, wenn die brennen würden. Weil dann würde die Scheiße brennen. So, da brauchen wir aber nicht das große Rohr, weil da kommt nicht viel ran. Da reicht das kleine Rohr. Okay, dann hätten wir das Abwasser für die Ecke auch geplant. Und jetzt kommt das ganz Schlimme, was wir planen müssen. Wasser. Ja. Das wird nochmal eine harte Aufgabe. Beim Wasser. Ich würde direkt im Verteiler eigentlich hier vorsehen. Einfach nur der Vorsicht halber. Ob man da den jemals benutzt oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber ihr kennt meinen Leitspruch. Besser haben als brauchen.
Und ich setze die ungern irgendwo hin. Deswegen wäre vielleicht hier gar nicht verkehrt, wenn wir den mit auf die Seite bringen. Dann könnten wir da runterfließen und von dort in die Stadt zum Beispiel. Wir müssen aber auch nach da hinten kommen. Also ist die Frage, vielleicht laufen wir erstmal nach hier in die Ecke. Wo ist denn hier der Weg? Das Einzige, dass man diese Wege nicht sieht unterirdisch. Okay, ich glaube, bei dem ist eh egal. Ich kann ihn nicht wechseln, nicht? Ah, Mann. Von dem bräuchte ich jemanden, bräuchte ich einen, der mehr Ausgänge hat für Wege links und rechts. Gut, also wir gehen von dem Rohr dahin, von dem dahin. Passt schon mal. Und von dem Rohr gehen wir dorthin. Passt schon mal. Sehr gut. Und der Abzweig wird hier für Wasser genommen. Und da nehmen wir den kleinen Brunnen hier. Und den... Eigentlich können wir den direkt hier mit hinsetzen, oder? Das klingt dann am Plan. Und die brauchen auch nur das kleinste Rohr hier. Klonksi. Dann wäre das hier auf jeden Fall versorgt. So. Bei den Wasserverteilern ist auf jeden Fall das Motto lieber mehr als wenig. Ah, da komme ich gar nicht ran. Weil da zu eng gebaut wurde. Wer hat denn da zu eng gebaut von euch? Man sieht halt nicht, dass das Ding rot ist. Obwohl die Punkte grün sind, reicht der Platz für das Gebäude nicht aus. Das ist ungünstig, weil der Weg halt da ist. Wenn ich könnte den Weg auch nach da anschließen. Okay, Infrastruktur kann nicht gelöscht werden. Achso, der wollte gerade hier hinfahren. Ja, sorry. Aber da musst du doch mit rechnen, dass ich hier bauen will. Mann, Mann, Mann. Nie hat man es als Diktator leicht. Ich meine als Eminenz. Wir sind kein Diktator. Niemand hat vor, euch was zu diktieren. Und jetzt baut endlich. Die Pyramiden müssen übermorgen fertig sein. Ah, jetzt sehe ich, dass es rot wird. Okay. Können wir... Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme dann mit dem Dings... Ich glaube, hier hinten brauche ich auch gar kein Wasser. Wenn ich von dem hier rumgehe oder von dem seitlich rumgehe, reicht das völlig. Und wenn ich das so mache... Das ist, glaube ich, noch ein Stück besser. Jetzt ist die Frage, wenn ich da noch eine... Infrastruktur hinsetze. Ob der damit klarkommt, das mit dem da zu verbinden. Das sieht gut aus. Scheint, als würde es erlauben, dass die Rohre durcheinander gehen. Ah nee, die laufen übereinander. Ja, ist doch gut. Also die Hauptrohrleitung ist immer das teuerste im Spiel. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen... Wir können auch abkürzen. Ich glaube, das ist besser. Kann ich das Rohr nochmal rückgängig nehmen?
Ich meine, da muss auf jeden Fall was hin. Aber vielleicht eher von der... von der Richtung hier. Nach da oben dann. Aber das... oder von da. Das brauchen wir alles erst, wenn wir... nee, wir machen das so. Und gehen dann zur Not mit dem daran. Ja. Sofern das geht. Sieht gut aus. Würde er nicht meckern, können wir also machen. Weil dann sparen wir uns auf jeden Fall zwei lange Rohre zu bauen. Also hier mit Wegen, die zeigen nach da. Song. Ich muss sagen, die Wasserplanung, ich habe von vielen gehört, macht mir gar keinen Spaß. Ich muss sagen, macht mit mir eigentlich am meisten Spaß, das zu planen und zu bauen. Was können wir eigentlich hier an den Eingang setzen? Hier zwischen oder hier an den Rand in den Dschungel? Das braucht ja nicht viel. Da reicht nämlich auch ein kleines Rohr dann. Ah ja, aber das würde nicht gehen. Weil da dieses Ding im Weg ist. Wir können aber erst nach hier und dann dahin. Was würde hier durchgehen? Das sieht doch kacke aus. Nee, so will ich das nicht. Hm, eigentlich müsste das Ding entweder nach da oder eher nach hier. Das Problem ist, hier ist das Rohr oben. Da würden wir nicht dran vorbeikommen. Der muss einen Millimeter weiter nach vorne. Und das geht nicht wegen der Straße. Was, wenn ich die ein bisschen kippe? Ah, weil hier die Kurve ist. Nee, komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir bauen den einfach nach hier. Dann steht er einfach nicht im Weg. Hat auch ein bisschen mehr Abstand zur Straße. Das gefällt mir besser. Auch gefährlich, wenn man hier den falschen Rohrtyp wählt, das baut und vergessen hat, dass man gerade irgendwas anderes gewählt hat. Das könnte manchmal auch übel enden. Und immer kontrollieren, ob es dann am Ende wirklich auch dran ist. Aber das ist ein großes Manko vom Spiel. Ah? Das sieht aus, als ob das nicht richtig dran ist hier. Das kann sein, dass bei diesen Rohren so aussehen muss. Wir gucken mal. Okay, es sieht auch hier so aus. Auf der Seite ist es dran, aber da sieht es aus, als ob es drüber ist. Scheint aber zu passen. Okay. Dann haben wir die Planung. Das ist angeschlossen. Du bist angeschlossen. Du bist nicht angeschlossen. Du bist angeschlossen. Du bist angeschlossen. Wirst aber gar nicht gebraucht. Du bist auch angeschlossen. Du bist angeschlossen. Du bist noch nicht angeschlossen. Hm, wie machen wir denn das? Hast du schon mal ein Atomkraftwerk gebaut und betrieben? Nein, habe ich nicht und habe ich auch nicht vor. Also kann sein, dass ich es ganz früher mal habe, weil dann ist es mehrere Jahre her. Dann habe ich 2019 oder so gemacht. Mal im Testmodus, aber noch nicht in einem realistischen Spielstand. Und ich spiele nur realistischen Modus. Und meistens sterben wir aus, wenn ich 10.000, 20.000 Einwohner kriege bisher. Von daher kann ich nur ganz viel zum Early-Game sagen, aber zum Late-Game eher weniger. Also ich hatte zum Beispiel auch noch nie Schiffe und Flugzeuge. War aber auch nie meine Priorität, das zu erreichen.
Ich bin froh, wenn man eine stabile Wirtschaft hinkriegt. Und selbst das ist echt schwierig. Oh Mann, das sieht aus wie Kraut und Rüben. Wie kann man das schön designen? Das sieht doch kacke aus so. Das sieht aus, als ob ich den als Hauptweg machen könnte. So, dann kriege ich den aber nicht ran. Weil es zu eng dran vorbeiläuft. Schade schon mal. Schade Schokolade. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Atomkraftwerke ziemlich gefährlich sind. Hässlich. Wegen Explosionsgefahr, wenn sie nicht gekühlt sind. Von daher... Nee. Aber so gefällt mir das. Ja, so sieht ganz gut aus. Nur der hier ist ein Problem. Ah, gut. Ah, besser als vorher. Early im Midgame. Da sind wir Profis mittlerweile. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, wie wir gescheitert sind, als die ersten Autos nicht mehr fuhren. Okay, jetzt haben sie auf jeden Fall neues Baufutter bekommen. Und hier ist was noch nicht angeschlossen. Ich meine, das bräuchten wir auch nicht wirklich. Also gerade Early Game habe ich sehr viele Erfahrungen. So oft, wie wir neu gestartet haben. Und jetzt, die bauen ja wieder, drücken wir Steuerung Numpad 2. Und dann sehen wir, wie das alles wesentlich schneller abläuft. Wir sehen, wie hier die Baudinger unten entstehen. Die Tage verfliegen. Inzwischen schon September, Oktober. Okay. Wir gucken mal, wie weit ist es mit den Wassersachen? Wie viel haben die Baubüros zu tun? Noch ein bisschen zu viel. Viele Sachen sind noch nicht gestartet. Dann warten wir da nochmal kurz. Bevor wir ihnen jetzt die Fabrik und sowas auferlegen. Also ist auf jeden Fall super praktisch, dieses, Achso, es funktioniert ja nur, wenn man nicht in der Pause ist. Dieses Beschleunigen. So muss man nicht ewig warten. Ist nur für die Berechnung von Bürgern ungünstig. Also lohnt sich wirklich nur am Anfang, wenn man die ersten Sachen baut. Sieht auf jeden Fall super wuselig aus. Aber was ich schon mal hatte, wo wir bei Kraftwerken sind, ist ein Kohlekraftwerk. Und ich weiß noch, ich hatte einen Spielstand, der lief super genial damals. Der ist auf einem anderen Rechner, den kann ich leider nicht mehr zeigen. Da komme ich nicht ran ohne weiteres. Und ich weiß auch nicht, ob der noch laden würde. Der ist wirklich aus einer sehr frühen Version. Da gab es noch nicht mehr Straßenbahn, glaube ich. Und da hatte ich alles so weit und geniale, riesige Industrien und habe ein Kraftwerk gebaut und danach ist die Stadt kaputt gegangen, weil das Kraftwerk braucht halt immer Arbeiter da drin. Und da sehe ich so ein kleines Problem, du kannst halt nicht wirklich Schichten planen. Aber sobald keiner im Kraftwerk ist, gibt es keine Energie mehr. Nicht? Das ist nicht so, dass es vorgehalten wird und dann fällt aber sofort alles aus. Und wenn du Energiemanagement hast, bleiben alle Autos stehen. Weil du kannst nicht mehr tanken. Weil eine Tankstelle braucht Strom. Und dann bist du sofort tot. So. Das heißt, nur wenn einmal ein Bus da nicht ankommt, liegen bleibt, ist das Spiel vorbei, wenn du nicht sofort auf Importieren von Strom wieder gehst. Wenn du das eine Sekunde nur verballerst, ist sofort instant weg. Das ist so schlimm. Wie bei Satisfactory. Noch schlimmer. Fällt da der Strom weg, ist alles over. Ja gut, aber da kannst du ja immer wieder quasi mit Biomasse nochmal anfangen, wenigstens ein Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Klar, es ist nervig, aber es geht. Aber hier bist du ja einfach stuck, weil du kannst ja nichts bauen, weil keiner mehr fahren kann. Weil es keinen Treibstoff mehr gibt. Gut, mit der kostenlosen Tankstelle könntest du es auch wieder revivalen quasi. Nicht? Neue Tankstelle, ein Fahrzeug kaufen, was Treibstoff hinliefert. Dann würden die Autos wieder hinfahren können.
So würde man inzwischen rauskommen. Aber die gab es damals ja nicht, diese kostenlose Tankstelle. Da gab es ja noch nicht mal den realistischen Modus. Das war ein normaler Modus, wo ich gespielt habe. So, wie viel haben die Baubüros jetzt zu tun? Immer noch ein bisschen zu viel. Ein paar Sachen sind noch nicht mehr angefangen. Aber ich würde sagen, wir schließen das jetzt an. Dann können sie das schon mal bauen. Also bei Kraftwerken ist eigentlich so, du brauchst sehr viele kleine Fahrzeuge. Die haben ja auch nur irgendwie 5 Arbeiter. Die brauchen ja nicht mehr viele Arbeiter. Aber du musst dafür sorgen, dass immer Arbeiter da sind. Und das ist das Schwierige. Weil was ist passiert? Der Bus kommt an, will Leute abliefern. Nee, geht nicht, weil da noch 5 Arbeiter sind. Fährt der Bus mit den 5 Arbeitern zurück. In dem Moment haben die 5 anderen Pause. Ja, also Feierabend. Also hören die auf zu arbeiten. Und der nächste Bus muss dann in dem Moment kommen. Und wenn du einen zu großen Abstand hast, bist du einfach sofort lost. Das ist... Irgendwie wäre cool, wenn man sagen könnte, überlappen. Ah, die 5 sind nur noch eine Stunde da, dann können die 5 schon reingehen. Und dann verlieren die vielleicht eine Stunde Arbeitszeit oder sowas, nicht? Aber so ist halt super nervig, dass du keine Überlappung von Arbeitern haben kannst. Die sind einfach weg und dann ist tot. Das heißt, du musst eigentlich so rechnen, dass du immer einen Arbeiter mindestens drin hast. Und irgendwann reicht der eine natürlich nicht mehr, weil er nur 10% Strom produzieren kann und nicht 100%. Und dann brauchst du ein zweites Kraftwerk, was genauso arbeitet. Also, ich bin da nicht so der Fan von. So, jetzt sind sie wieder am Arbeiten hier. Guck mal, da fahren sie wunderschön hin. Man braucht kaum Einwohner. Ja, aber das Risiko ist halt hoch. Also Strom... Klar kann man den Strom auf Import lassen, auf der einen Strecke und auf der anderen auf Export lassen. Das wäre eine Option. Da weiß ich nur nicht, wie gut das Spiel das kalkuliert. Nicht, dass er dir trotzdem den 10%igen Strom dann reindrückt. Und du den Überschuss dann zwar exportierst, aber du Verlust machst, weil du mehr importierst, als du eigentlich bräuchtest. Weiß ich nicht. Weil ich glaube, damals, als ich gespielt habe, ich weiß gar nicht, mit diesen Stromausgangsverbindungen, ich glaube, da gab es auch nur... Da waren die, glaube ich, noch am Zollhaus dran oder so. Das waren ganz wilde Zeiten. Vielleicht habe ich es damals auch alles noch nicht richtig verstanden gehabt. Aber die Erinnerung dazu sagt natürlich, boah, das war super gefährlich. Und damit die Erfahrung zu sammeln, ist halt echt schwer. Das gleiche trifft übrigens auch für das Wasserwerk zu. Beim Wasserwerk hast du nur das Glück, du kannst halt einen Speicher bauen, nicht? Und der puffert zwischen, wenn mal keine Arbeiter da sind, dann geht der halt hier 10% runter und kommen Arbeiter, die füllen ihn wieder auf. Solange du nicht kurz vor knapp bist, ist das alles bombig mit dem. Also da ist zum Beispiel okay, ne? Hm. Aber beim Kraftwerk kannst du halt nicht zwischenspeichern. Es gibt ja keine Batteriespeicher, so wie jetzt Tesla in einigen Ecken von Texas gebaut hat oder auch in Australien, dass da die tagsüber erzeugte Sonnenenergie dann gespeichert wird, gepuffert wird und wieder mit hoher Effizienz abgegeben wird. Wobei es immer noch eine Verlustrechnung ist, nicht? Wenn ich mit einer Solarenergie, sag ich mal, 80% erreichen sollte, was schon, glaube ich, sehr gut ist vom Faktor, da muss sie richtig ausgerichtet sein, dann in Batterien einspeichere, kommen da vielleicht 70% von an und die kann wieder 60% davon rausgeben. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Quote ist, aber naja. Okay. Wie viel... Ich glaube, wir können mit der Stadt anfangen, oder? Sehr viele unfertige Sanitärstationen auf jeden Fall. Die auch noch nicht mal angefangen wurden. Wir haben inzwischen 63... Ja, schon sehr langsam, würde ich fast sagen. Dafür haben wir aber eine Industrie dann. Das schon sehr schnell dafür. Strom habe ich vergessen.
Ich habe den Strom vergessen. Aber das ist kein Problem, weil hier ein Anschluss noch möglich ist. Der andere Strom stand wo? Der stand irgendwo hier, da. Okay, der verbindet wirklich nur die. Oh, der reicht ja nicht bis zu den Pumpen darunter. Oh. Oh, die Pumpen haben keinen Stromanschluss. Das heißt, wenn ich dem vielleicht... schlecht. Sind die denn fertig gebaut? Hättest du Strom? Nee, du hast nämlich keinen Strom. Hast du Strom? Nein. Das ist nicht gut. Gut, wird erst relevant, wenn wir die Stadt haben. Und dann ist hier eh Strom für die. Sollte ich mir vielleicht jetzt noch keine Gedanken drum machen. Außer, dass der Strom jetzt von da vorne kommt. Und hier haben wir so die ganzen Service-Dinger. Kann ich die nicht einfach hier irgendwo dazwischen setzen? Aber dann lieber mit so einem Häuschen, oder? Das sieht besser aus. Das Häuschen ist riesig. Es ist ein Riesenhaus. Ah! Ah! Aber das steht ja nicht so wie das Ding. Das wäre schon scheiße. Sollte wenn schon gleich stehen. Gut, ich könnte es nach vorne ziehen. Ach komm. Schlechter kann es ja nicht aussehen. So, und die brauchen aber nur die 1,5er. Da bauen wir jetzt nicht das teure. Und das können wir direkt, würde ich sagen, nach hier ziehen und von hier daran. Plong. Und dann können wir hier nach links auch nochmal Strom ziehen, falls wir ihn brauchen. Das ist nämlich eine gute und günstige Möglichkeit gerade. So, in die Stadt müssen wir auch Strom kriegen. Da würde ich von hier, glaube ich, rübergehen dann. Und so ein Verteilungszentrum bauen. Vielleicht fangen wir mit dem an. Dass wir so eine... Ich würde gerne halt so eine Zentrale in der Mitte haben. Oder zumindest irgendwie so halbwegs zentral, wo so alles gebündelt ist. Nicht, dass man hier so den Strom hat. Von dem geht das ab. Das ist so ein Gelände. Und da ist gleichzeitig dahinter noch Wasser. Irgendwie, dass hier der Wasserverteiler ankommt, diese Wasserleitung. Und dann hier. Auf der Höhe vielleicht das. Ah, falsch rum. I see. Hier muss ich spiegeln, damit das mit dem Weg passt. So vielleicht. Ah, einer muss noch wandern. Ich glaube, der passt ganz gut. Wichtig ist halt, dass das später unterirdisch da dran vorbeigehen kann. Aber es sieht gut aus. Ja, der kann auf jeden Fall noch ein Stück nach hinten. Und dann würde es nämlich passen. So, und da... einen Stromverteiler hin? Ja, direkt, oder? In der Stadt braucht man eh mehr Stromverteiler. Und wenn man zu wenig hat, dann gibt es ganz schnell Problemskis. So, und der kann ja direkt so hin.
Und da brauche ich ja nicht mal unterirdisch, aber ich glaube, unterirdisch komme ich da nur ran. Problem bei hier unterirdisch ist natürlich, dass wir dann da an dem Wasser eventuell sind. Aktuelle Tiefe, gehen wir auf 12 Meter runter und dann wieder hoch. Da kommen wir zur Not rüber über einige Sachen. Ist schon sehr tief, nicht? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht gehen wir da nur 9 Meter runter oder 6. So. Aber würde ich da mit Wasser vorbeikommen? Könnte halt nicht unendlich nach oben gehen, aber so würde das reichen. Und Abwasser geht eh hier dran vorbei. So. Ja, schließen wir das Abwasser da an oder da oder da? Ich würde ja eh mehr als ein Abwasserding hinsetzen. Und das ist immer so die Problematik, nicht? Wenn ich die hier hinsetze, ich kann die nicht wieder abreißen. Das heißt, ich muss mir jetzt schon vorher sicher sein, wo ich hin will. Und dann gehe ich lieber nach oben. Müssen wir das nur nochmal neu setzen. Die Straße geht dann nach da. Ich meine, im Hintergrund, wir haben die Zeit. Wird eh alles gebaut. Und ich würde sagen, wir planen das und sehen uns in der nächsten Folge wieder.